Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und im Gegensatz zu dir werden wir bei deinem Dida Daddy-O was finden. Ich habe schon eine Kleinigkeit gefunden. Okay. pH-Wert 7,6. Jetzt sagst du vielleicht, das ist nicht schlimm. Stimmt, das ist jetzt nicht schlimm. Aber wir haben hier wahrscheinlich wie überall in Süddeutschland oder Mitteldeutschland eine Carbonathärte zwischen 6 und 8, 9 im Leitungswasser. Und im Winter wird nicht gefüttert. Wir haben, die Fische atmen quasi fast kein CO2 ab. Wir haben keine große Algenaktivität, also nicht wie im Sommer. Oder was heißt, das bisschen CO2, was drin ist, das wird von den Algen auch rausgeholt. Und die Teiche haben eigentlich immer solche Teiche mittelstark besetzt. Alles läuft, macht, tut, haben den pH-Wert von 8,3. Ja? Mhm. Das heißt, ich würde fast wetten, wenn wir jetzt hier einen pH-Wert im Winter ohne Fütterung oder ohne große Fütterung von 7,6 haben, dass wir ein Stimmele jetzt dann die Carbonathärte bestimmt, dass wir da wahrscheinlich ziemlich bei Null sein werden. Und eine niedrige Carbonathärte zeigt eindeutig, dass kein Wasserwechsel oder nur sehr wenig Wasserwechsel gemacht wurde. Und das ist natürlich schlecht. Also das solltest du dann deinem Daddy sagen. Hier hinten plätschert es plötzlich, der Filter läuft. Und das ist auch ein No-Go, das sie nicht tun sollten. Ja, weil Marco ist gerade da hinten hin und dann hat er einen Schalter gefunden an der Terrasse. Das zeigen wir gleich. Und dann hat er gesagt, hat er draufgeklickt, sagt er, oh geil, da steht Teichfilter drauf. Und wenn man einfach einen Schalter hat, wo man alles ausschalten kann, das kann für die Fische im Sommer tödlich sein. Ja. Ich sehe es selber bei mir, ich habe mein Wohnzimmerlicht, also innen einen Schalter und drunter ist dann Außenlicht. Und das passiert mir einmal im Monat, dass wenn ich morgens runterkomme, brennt außen noch das Licht, weil ich abends beim Licht ausschalten. Nein, da kommt man hin, drückt man außersehen drauf und so. Und das ist, oder man ist es gar nicht selber. Ne? Man ist es gar nicht selber. Wahrscheinlich hat er hier jemanden zum Füttern, der ab und zu mal kommt und dann hat er da außersehen drauf gedrückt und fertig. So, Tim, sieht man schon was? Ja, das Nitrit wird, das sehe ich jetzt schon von hier, wird auf ca. 0,5 angestiegen sein. Mach du mal kurz die Kamera auf die Hand, dann zeig mal mit Marco den Lichtschalter. Und dann messen wir auch mal das Phosphat. Du hast alles angerührt? Alles. Sehr schön. Hatte. Hast du hier Wasser irgendwo? Nee, ich mach kurz aus. So, also nitritmäßig sind wir im absoluten Albtraum unterwegs, 0,9. Was sicherlich mit dem Filter und mit dem Futter und so zu tun hat, dass der Filter gestanden ist. Unbedingt Salz rein, 0,2 ungefähr, um das unschädlich zu machen. Erstmal nicht füttern und Wasserwechsel, Wasserwechsel, Wasserwechsel. Und ich glaube, meine Einschätzung war völlig falsch mit den fehlenden Wasserwechseln, mit dem niedrigen pH-Wert, weil die Carbonathärte im Teich war bei 6. Ja, und 6 reicht immer für 8,3 aus. Und auch das Phosphat, wie hoch war das? Hast du es ausgewertet? Unser Gerät, dem ist auch zu kalt hier. Es war 32, gell? Ja. 32, Enter. Ne, 23. Rock 23, Enter. Wo sind die drei? Ja, das Phosphat. Genau. Das Phosphat ist nämlich auch, weißt du, wie viel dein Vater füttert im Sommer? 2,81. Ja, schon einiges. Ja. Also ein halbes Kilo oder so, oder ein paar hundert Gramm am Tag. Ja, ein paar hundert Gramm. Ja. Und von daher müsste da eigentlich bei der Filteranlage, die ja der Schmutz im System lässt, müsste das Phosphat viel, viel höher sein. Also Phosphat in Ordnung, Carbonathärte in Ordnung, spricht eigentlich für Wasserwechsel. Vielleicht hat er im Herbst irgendwann mal einen Wasserschlauch reingehangen und vergessen. Steht mir auch nicht drin. Also auf jeden Fall spricht das nicht für eine ungepflegte Anlage. Das Nitrit ist viel zu hoch. Das ist aller Wahrscheinlichkeit nach dem Filter geschuldet. Man weiß ja jetzt in solchen Fällen auch nicht, wie lang ist der Filter nicht gelaufen. Ja, ja. Das ist ganz doof. Jetzt auf jeden Fall durchlaufen lassen. Sowas da hinten, das sorgt natürlich im Winter für brutale Auskühlung. Wir haben jetzt eine Temperatur von 5,5. Die ist jetzt auch nicht niedriger als bei euch, als bei dir. Aber wenn jetzt mal dass wieder richtig kalt wird im bitteren Minusgradbereich,
dann ist das halt prädestiniert, um so einen Teich auch wirklich auf 0 Grad und tiefer zu bekommen. Also wenn das, wie funktioniert das eigentlich? Ist das nochmal eine zusätzliche Pumpe, weil es ist ja höher als die Pumpen? Ja, ist nochmal zusätzlich, ja. Und das andere läuft nämlich hier neben, unten drunter rein. Genau, also das sollte man irgendwie ausschalten. Und jetzt den pH-Wert von 7,6, das ist jetzt die Frage. Wir haben zwei Möglichkeiten, entweder irgendeine biologische Aktivität, die wir jetzt gerade nicht erklären und auch nicht nachvollziehen können, oder unsere Sonde ist am Arsch, aber Kalibrierflüssigkeit haben wir keine dabei, gell? Ist kalibriert worden. Also, keine Ahnung, 7,6 ist merkwürdig, auf jeden Fall im Frühjahr dann mal beobachten, wenn man wieder füttert, wie sich dann der pH-Wert verändert. Die Fische auffallend normal, also bei Nitrit 0,9, das ist jetzt auch nicht sofort tödlich, ist halt ein riesen Stressfaktor und den kannst du aber relativ eindämmen, wenn du jetzt aufsalzt und vor allem Wasserwechsel machst, um das alles mal rauszukriegen. Und jetzt kann man nur hoffen, dass halt der Filter nicht den Rest macht. Ja. Und dass er auch nicht abgestorben ist. Ja. Ist halt jetzt so. Ja. Marco, vielen Dank, dass wir das alles so ungeschönt zeigen dürfen, weil nur dann hilft es den anderen auch, wenn man es mal sieht, was passiert, wenn im Winter eine Filteranlage steht, auch bei sehr wenig Wasser. Weißt du, wer gerade füttert für deinen Vater? Oder? Ich kann es mir denken, ja, aber sicher bin ich nicht. Ja. Ich werde er ist in den USA, ich werde ihn nachher mal anrufen und dann mal ein paar Infos holen, was da genau los ist. Ne. Weil das ist auch immer wieder, man darf nicht vergessen, da geht es halt um Tiere, das ist halt auch immer wieder der Klassiker, wenn man nicht da ist und man übergibt die Aufgabe der Fürsorge, jemand, der keine Kompetenz, gar keine Ahnung hat, die denken dann, ah, wie schön. Und dann schwimmt hier nach Tagen vielleicht das Futter noch rum oder die füttern zu oft, zu viel, zu häufig. Gibt ja 1000 Möglichkeiten. Und man sieht, selbst im Winter entsteht dann das Nitrit, ja, bei 5 Grad und verschwindet dann halt extrem schlecht. Witzig war, Ammonium ist bei 0, das war 0,03, also das ist fast nicht nachweisbar. Aber das Nitrit ist halt dennoch da. So, Marco, vielen Dank. Grüße an deinen Daddy und wir sehen uns dann 2025. Ja. Ciao.